Fan. Fan? Du weißt ja, das ging recht schnell mit unserer Heirat und so. Und meine Eltern, naja, so, sie wollen dich kennenlernen. Ist doch gut. Sie waren ja nicht auf der Hochzeit. Ja, schon. Ich hatte sie nicht eingeladen. Was? Warum nicht? Sie wissen ja, wie ich bin und sie denken, ich habe dich nur geheiratet, weil du entweder schwanger oder auf mein Geld aus bist. Oh, komm schon. So reich bist du nun auch wieder nicht. Naja, eigentlich. Hä? Mein Vater hat eine große Fabrik, die Bodenfliesen herstellt. Was, ehrlich? Warum lebst du dann in einem Plattenbau? Ich bin in Hamburg aufgewachsen, als Einzelkind von gut verdienenden berufstätigen Eltern. Ich habe die beiden zwar selten zu Gesicht bekommen, aber dafür hatte ich alles, was ein Junge sich wünschen konnte. Spielzeug ohne Ende, Luxus und gekaufte Freunde. Als Teenager habe ich mit meinem Ruf natürlich jedes Mädel rumbekommen und wurde der Playboy meiner Stadt. Mein Vater wollte, dass ich irgendwann die Fabrik übernehme und war nicht begeistert, dass ich ständig die Schule geschwänzt habe, um mit meinen Kumpels Flatrate saufen zu gehen. Als er mir irgendwann das Konto gesperrt hat, habe ich gemerkt, dass es nicht so weitergehen kann. Ich wollte nicht wie er enden. Schnöselig und keine Zeit für die Familie. Also habe ich mir eine Ausbildung als Fliesenleger in Berlin gesucht, um endlich selbstständig zu sein und habe niemanden von meiner Vergangenheit erzählt, damit die Leute mich nicht vorschnell verurteilen. Ich meine, okay, ich habe mir den Fliesen gelegt, die mein Vater herstellt, aber jetzt bin ich nur der Kerl von nebenan und nicht der reiche Playboy. Naja, arbeiten tue ich zwar und mein Vater bezahlt die Wohnung, was? Aber... Du erzählst mir, dass du reich bist, nachdem wir geheiratet haben? Wow, Mirko. Und jetzt wollen die beiden mich kennenlernen? Die akzeptieren mich bestimmt nicht. Ich passe doch gar nicht ins Bild, das wird... Sie werden dich sicher mögen. Sie haben auch schon gesagt, wann sie kommen. Wann? Morgen Abend zum Essen. Stehst du auf Liebe auf den ersten Blick oder soll ich nochmal vorbeikommen? Ey, Süße, komm zurück. Vous couchez avec moi. Ey, hübscher Hintern, was macht der denn mal auf? Ey, Mamacita, está buena para los Püppchen, die besten mit uns beiden. Chantal, da bist du ja. Kannst du dich nicht endlich mal woanders hinstellen? Ich zwing dich ja nicht dazu, mir jeden Tag mein Pausenbrot mitzubringen. Und hier ist um diese Zeit nochmal am meisten los. Ja, aber diese ganzen heterosexuellen Männer, die machen mir echt Angst. Ach, Patty, beruhig dich. Wir sind nur betrunken und ein bisschen geil. Ich bin dafür, wir besorgen gerne einen richtigen Job. Es ist doch ein richtiger Job. Weißt du, wie anstrengend es ist, jeden Tag so viele haarige... Chantal! Okay, ich guck mal, was ich machen kann. Du hast voll die glatte Haut an den Beinen. Wie schaffst du das? Ich wachse. Tut das nicht weh? Nein, mir zumindest nicht. Darf ich mal ausprobieren? Klar. Willst du oder soll ich? Du. Mein Gott, Annette! Das tut verdammt weh! Naja, dann hast du das... mir zumindest nicht gehört. Ja. Weißt du eigentlich, was mit Lia und Rico los ist? Hä? Sie spricht kaum mehr mit mir. Ich glaube, das liegt an ihm. Die beiden haben sich doch wieder getrennt, oder nicht? Keine Ahnung. Ändert sich ständig. Ach ja. Patrizia hat doch auch bald Geburtstag, oder? Obwohl, sie ja meint, mit 28 gibt's nichts mehr zu feiern. Aber du wirst doch auch schon 27 im April, oder nicht? Ja. Oh, ich muss los. Muss die Kinder bald abholen. Okay. Und danke fürs Entwachsen. Bitte. Oh, mein lieber Käsepastetchen.
Wisst ihr, wo die Lörtlers wohnen? Dritter Stock. Bringt ihr den Sex? Patricia, du siehst so abwesend aus. Hä? Oh, ja. Hast du was, Süße? Du benimmst dich schon seit gestern so. Hast du etwa Angst wegen meinen Geschlechtskrankheiten? Das ist doch halb so wild. Ich hab das schon 100 Mal hinter mir. Und ich mach's bei Kunden auch nur noch mit Verhütung. Moment. Du hast Geschlechtskrankheiten? Ja. Ich bin schwanger! Was? Naja, ich bin schwanger. Wie konnte das passieren? Keine Ahnung! Habt ihr nicht verhütet? Nein! Oh Gott! Was habe ich dir immer gesagt? Wenn, dann Wische verhüten. Du weißt doch, ich kann keine Tabletten schlucken, also fällt die Pille weg. Und Marco will kein Kondom benutzen. Ach, und nur weil er Angst vor einem Stück Gummi hat, werdet ihr jetzt Eltern. Willst du es denn behalten? Ich weiß es nicht. Es ist alles so schlimm. Ich und Marco haben uns gestern gestritten. Wir wollen uns trennen. Was? Also, es war so. Sollten wir jetzt nicht auch langsam zusammenziehen? Ich weiß nicht. Ich mag meine Wohnung. Du deine? Oh, komm schon. Ich kann meine kaum bezahlen und außerdem gehört sich das so. Ach, ich weiß einfach nicht, ob das so eine gute Idee war. Was meinst du? Der ganze Hochzeitskram. Ich meine, wir hatten gerade erst angefangen, miteinander auszugehen. Und jetzt bist du Frau Lörtner. Das geht mir viel zu schnell. Ich bin doch noch viel zu jung und zu schön, um zu heiraten. Hast du das etwa nur wegen dem Sex gemacht? Das war doch der Hauptgrund, oder? Ich meine, wir hatten keinen Sex vor der Ehe. Das ist ehrenhaft und... Du hast das nur wegen dem Sex gemacht? Nein, versteh mich nicht falsch. Ich mag dich sehr gerne und kann mir auch vorstellen, mit dir länger zusammen zu sein, aber... Du liebst mich gar nicht? Es ging alles so schnell. Wo kam dann dein Ja, ich will, bei dem wollt ihr euch lieben und ehren bis in alle Zeiten her, hä? Du Lügner! Du wolltest das doch auch so. Sag nicht, dass du mich schon liebst. Oh, verdammt. Wenn ich... Was nun, Wollen wir uns nicht lieber scheiden lassen, dann können wir wenigstens eine richtige Beziehung aufbauen. Und irgendwann können wir dann ja nochmal... Mirko? Was ist los? Ich bin schwanger. Was? Warum werden alle meine verfickten Freundinnen schwanger? So war das. Oh Gott. Es tut mir voll leid. Ich hab doch gesagt, dieser Kerl bricht dir das Herz. Wie konntest du ihn nur wegen dem Sex heiraten? Es war ja nicht nur wegen dem Sex. Ich bin enttäuscht von dir. Was
soll ich denn jetzt machen? Das ist dein Problem. Ich hab dich gewarnt. Und treff schnell eine Entscheidung, dem Kind zuliebe. Annette, ich hasse dich. Du kannst mich doch jetzt nicht einfach so rausschmeißen. Jetzt, weil ich dich am meisten brauche. Und wie geht's? Nicht gut. Mein Bauch tut echt weh. Es tut mir echt leid, Lia. Du weißt schon, das alles. Aber vor allem das Baby und wie es gezeugt worden ist. Spar dir das. Ich liebe dich. Es ist mir ernst. Wenn du mich zurücknimmst, werde ich so ein guter Freund, dass du mich nie wieder gehen lässt. Lia, ich liebe dich über alles. Ich kann dir nicht verzeihen, du Arsch! Oh, verdammt, Doktor!